So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Enderal nach der letzten Folge, werdet ihr wahrscheinlich gesehen haben. Ich habe versucht, nicht das Ding, hier, diese Mission zu machen. Und ich bin grandios gescheitert. Grandios. Und ich habe mich da 1,5 Stunden durchgekämpft. Aber ich bin halt etwas weitergekommen in Stufen und so weiter. Und hab etwas mehr Sachen und... Hab etwas mehr Elementarismus und ein bisschen mehr Handwerkskunst und so weiter. Und ich habe die letzte Stunde damit zusammengebracht, mir eine neue Uniform zu craften. Einen Assassinen Harnisch und einen einen Assassinen Harnisch in Edel und ein Pyreischen Helm. Beide sind auf niedrigen Mana Verbrauch ausgelegt, habe ich alles schön gemacht. Ah, das Ding, das ist wirklich geil. Und jetzt habe ich einen Rüstungswert von 107 statt 80 oder sowas. Aber jetzt mache ich das. Komm. Das aus. Naja. War aber auch ziemlich scheiße von mir. Und jetzt habe ich, glaube ich, irgendwie 1,5 Stunden oder so, 150 Man Gigabyte. Man erwartet viel von euch. Habe ich gebraucht, um das ganze Ding so halbwegs da durchzugehen. Danach hatte ich einfach keinen Bock mehr. Ich hoffe, ihr behaltet recht und diese Maschine kann uns tatsächlich helfen. Ich hoffe es wirklich. Ja. Hallo. Ah, richtig, die Aufzeichnungen. Ja, hier sind sie. Ich habe euch die relevanten Stellen markiert. Folgt einfach den Spuren und seht, ob ihr etwas finden könnt. Und wenn ihr einen der Steine habt, kommt und bringt ihn mir. Machen wir. So, so. Jetzt eigentlich ist das dann. Bin ich jetzt wieder fast... Ja, ich bin wieder fast an der nächsten Stufe. Aber ich muss noch ein bisschen Ambrosia schlucken. Und ich habe ja hier diesen schönen schnell Teil gefunden, womit man auch sowas. Auf schnell Sachen bringen kann. So, dazu habe ich mir jetzt noch mal den gleißenden Funken geholt. Und eigentlich möchte ich mein Feuerelementar nicht loswerden. Ich kann ja noch mal gucken, ob der... Obwohl, wie viel Geld habe ich noch? 75 Groschen. Okay. Ne, das lohnt sich nicht mehr. Schreitet wohl. Sonst wäre ich nochmal unten vorbeigegangen, hätte geguckt, ob ich vielleicht einen neuen Beschwörungstypi bekomme. Aber ne. Da ist leider nichts mehr, was ich bekommen könnte. So. Relevante Stellen. Ja, super. Wo sind denn jetzt hier die relevanten Stellen, bitte? Hä? Nee, nicht das. Das Ding. Ach, ich muss erstmal die Aufzeichnungen lesen. Da. Na, da. Ja. Das ist auch der Orden von
Aha. Lied in der Stille. Das kann man verstehen. Lied in der Stille. Ja, und bringen, ja. So. Die Unterstadt. Das ist wahrscheinlich das Fremdenviertel, oder? Ah, nein, ich wollte doch... Ich wollte... Geh doch, genau. So. Apothekari und Dalgis. Oh. Okay. Jetzt irgendwo noch was. Gefunden. Kunst des Kampfes. Sucht den Flussheim. Ne, gut, dann gehen wir mal zum Jasper. Im tanzenden Nomaden, das ist im Fremdenviertel. Müsste das sein. Dann plaudern wir mal eine Runde mit Jasper. Ja, Fremdenviertel. So. Keinen Anstand mehr, Junge. Ja. Jasper ist im tanzenden Nomaden. Malfas zum Gruß. Den Schönling? Ja, der war gestern den ganzen Abend hier mit irgendeiner Dame aus der Oberstadt. Seit heute Morgen habe ich ihn aber nicht mehr gesehen. Er sah ein wenig mitgenommen aus, wenn er mich fragt. Kennt ihr ihn gut? Verstehe. Wisst ihr was? Wenn ihr ihn ohnehin sucht, könnt ihr ihm auch gleich das hier mitgeben. Ein Kurier hat das vor ein paar Stunden vorbeigebracht. Von einer jungen Frau. Vielleicht eine seiner Liebhaberinnen. Keine Ahnung. Schien jedenfalls wichtig gewesen zu sein. Aber gut, ich muss jetzt hier weitermachen. Ich werde dem Kerl ausrichten, dass ihr ihn sucht. Ach nee. Jetzt habe ich so ein dickes Ding wieder. Okay, ich nehme das Ding. Ah, was ich jetzt wieder alles angenommen habe. Das kann doch nur schrecklich sein. Das kann doch nur schrecklich werden. Fremdländer. Thank you.
Naja. Ja, der zweite Hinweis. Madame, habt ihr einen Augenblick? Nein, haben wir nicht. Ich denke, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Sanfte Freunde! Zack. Hörnigen Erquickung! Zerfließt vor Entzücken, wenn ein knuspriger Leib Brot von den Weinen in eure Hände wandert. Okay, also nehmen wir das Teil. Das war natürlich das Falsche. Ah, egal. Wir gehen einfach mal den Hinweisen nach. Malfas zum Gruß. Aber da, wo wir hingehen, es ist nicht sehr weit, hoffe ich zumindest. Aber wir können uns das Ganze ein bisschen einfacher machen und unsere Wo ist denn die Pfeife? Hallo, wo ist die Pfeife hin? Wo ist sie hin? Unter P, ne? Sie heißt bestimmt nicht Eselspfeife. Da. Pferdeflöte. Madame. Hier kommen wir nicht weiter. Bin ich doof? Boah. Ich schwimme da jetzt einfach so und... Komm, Pferdchen. Das sieht so bescheuert aus. Das sieht wirklich so bescheuert aus. Komm, Pferdchen. Es kann doch nur scheiße werden. Obwohl. Erstmal machen wir die Tour auf, ja? Da ist ein Dietrich drin. In der Gegend ist nichts mehr. Wir speichern. Dann durchsuchen wir.
Okay. Was hat er denn da drauf geschrieben? Schatzkarte. Okay. Ich stehe hier mit meinen Sünden. Über die Karten habe ich aufgetragen. Einem.